Ein klarer Vertrag. Wir sind so gut auf Silvester vorbereitet, dass ich keinen Sinn darin sehe, einen Anwalt am 31. Dezember ohne ein Getränk zu verlassen. Geben Sie ihm einen Drink auf Kosten des Hauses, aber nicht mehr als ein Glas. Ich habe genug vom Leben, und ich will, dass er klar denkt, wenn es wieder Ärger gibt. Die geschnitzten Mahagoni-Wände waren mit antiken Gemälden geschmückt, die längst verstorbene Künstler für die mächtigsten Kardinäle und Könige gemalt hatten. In der Mitte des Raumes stand ein riesiger, goldverzierter Konferenztisch, der so groß war wie drei Ehebetten. Um an ihn heranzukommen, musste man eine ganze Reihe von Wachen, Sekretären und Anwälten überwinden, die alles taten, um den Herrn fernzuhalten. Der Herr schätzte an seinen Dienern die Fähigkeit, zu handeln, anstatt Fragen zu stellen. Letzteres behielt er nur für sich selbst vor, aber alle Informationen, die er brauchte, bekam er in weniger als einer halben Stunde. Morgen würde sich seine kämpferische Arbeit in beneidenswerter Weise auszahlen. Dudley schaute sich in der Runde um, und in seinem Blick war so wenig von der üblichen eisigen Bosheit zu sehen, dass jeder wusste, dass es sich um eine Äußerung der größten Freude am Geschäft handelte. Auch keiner der anderen in der Gesellschaft des Schwarzen Prinzen des erfolgreichen Casinos von San Francisco hatte, wenn überhaupt, Ärger über den langsamen Lauf der Zeit. Und zwar nicht im Allgemeinen, sondern heute, am 31. Dezember 2029. Die Verärgerung war gering, denn in den wenigen Stunden, die ihnen noch blieben, mussten sie noch ein Dutzend Unterschriften unter den Vertrag bringen, und noch zwei oder drei Dutzend mehr, für den Fall, dass einige der 10.000 vorhandenen ungültig waren. Aber die Besucher strömten in die Arkaden und auf den Rummelplatz, hungrig nach Unterhaltung, so dass in ein oder zwei Stunden alle Sorgen Dudleys vorbei sein würden. Oder besser gesagt, alle Vorbereitungen, die er für sein ehrgeizigstes Geschäft getroffen hatte, würden vorbei sein. Das Geschäft des Jahrhunderts, das Geschäft des Jahrtausends, die einzigartigste Geschäftsidee für den Verkauf von allem in den Vereinigten Staaten und der Welt. Und am 1. Januar 2030 wird es in Kraft treten. Entscheidend, unwiderruflich. Sie hat mächtige Unterstützer. Geld, Geld, die unvorstellbarsten Summen und Garantien, wussten der kleine Tom und der rote Dick, als sie sich aufmachten, diesen Wurm auszunehmen. Wie gut sie waren, wahrscheinlich wissen sie immer um ihre eigenen Talente. Deshalb haben sie auch nicht darauf geachtet, dass der unglückliche Spieler einen länglichen Kopf und eine Haut hatte, die grüner war als die eines Mannes, als sie ihn packten. In Dudleys dunklen Augen leuchtete es auf, als er sich daran erinnerte, wie Tom und Dick den Schuldner spielen konnten. Und was sie dieses Mal taten, nachdem sie unseren neuen Freund in den Kellerraum gezerrt hatten. Das verbrannte Fleisch des Außerirdischen roch ekelhaft nach dem Schneidbrenner. Aber schließlich taten sie ihre Pflicht gegenüber dem Boss und dem Casino. Verlierer müssen entschädigt werden. Eigentum muss geschützt werden. Was könnte sonst auf unserem Planeten Bestand haben? Er warf einen Blick auf die Gestalt in den Schatten vor der Eingangstür. Donald saß in der Ecke des Flurs und langweilte sich. Er könnte eine Rasur gebrauchen, aber für die morgigen Feierlichkeiten sollte er lieber in Parade erscheinen. Stevens rote Krawatte war so schön wie ein Sonnenuntergang oder die zeremonielle Uniform des kaiserlichen Dienstes. Dudley beschloss, übermorgen eine für sich zu errichten und nicht weniger als 10.000 Soldaten dorthin zu bringen. Menschen, Außerirdische, aber in Uniform, gepflegt und in der Lage, schön für Touristen zu posieren. Schließlich kann er sich ab morgen keine Sorgen mehr um Probleme mit dem Gesetz machen. Er selbst wird zum Gesetz. Und diese Entscheidung wird am 1. Januar des 2030. Jahres in Kraft treten. Genau wie der Rest des Vertrags mit dem grünhäutigen Außerirdischen und seiner mächtigen Zivilisation.
Gut für Leroy, dass er seine Situation auf seinem Heimatplaneten einschätzen kann. Es ist toll, dass es dort Wissenschaftler gibt. Toll, dass sie geschätzt werden. Und das Beste ist, dass die Forscher selbst manchmal in andere Galaxien gehen, um die neue Maschine zu testen. Unsere Eidechse tauchte also auf der Erde auf, fand heraus, wie man ins Casino kommt, und hatte am Ende so viele Schulden, dass er nicht mehr reinkam. Dudley war irgendwie gar nicht überrascht, als Leroy herausfand, wie man einen außerirdischen Pelnet mit einer anderen Schmerzempfindlichkeit und Empfindlichkeit gegenüber unseren Militärdrogen foltern konnte. Der alte Soldat hat immer etwas Wertvolles parat. Zuerst schickte er Dick zu seinem Schiff, um ein Paket mit Gold und Diamanten aus anderen Welten zu holen, um seine Spielschulden im Casino zu begleichen. Versteht sich. Und dann, als klar wurde, wie viel von dem Zeug er hatte, hat er auch nicht gekleckert. Der Kerl hat ihn so lange angekettet, bis alle unterschriebenen Verträge in bester Form von dem grünhäutigen Planeten kamen. Ihre Gesetze verlangen, dass mindestens 10.000 Menschen auf dem Planeten einen Vertrag auf speziellem Papier unterschreiben. Sie wollen, dass ihr Planet eine Kolonie der großen stillen Zivilisation wird. Ich will es nicht so sagen. Und sie wollen mich, Dudley, zu ihrem ewigen Diktator machen. Hätte man nicht ein Genie gefoltert, wäre es vielleicht schlimm ausgegangen. Ich meine, sie hätten auf den Planeten gefeuert, wie sie es normalerweise tun, aber sie halten sich an den Vertrag, solange sie noch leben, Buchstabe für Buchstabe. Das hat Leroy herausgefunden, als er unseren und den beiden, die ihm zu Hilfe kamen, Wahrheitsserum verabreicht hat. Deshalb haben sie die Aliens gehen lassen, ohne Angst vor einem geiselfreien Streik zu haben. Sie werden nicht versuchen, die Vereinbarung zu umgehen. Seltsame Rasse. Und das war's. Es ist alles klar formuliert. Gemäß dem Vertrag, der die gesamte Menschheit in der ersten Falle gefangen hält, erhielt Dudley unbegrenzte Befugnisse auf der Erde und die militärische Macht der Grünhäute zur Hilfe. Der Mann in verblasstem Khaki in der Nähe des Ausgangs zum Geheimraum sah Dudley mit offener Bewunderung an. Er nippte an seinem Kaffee. Doch wenn man seinem Vater Francis vor 6 Monaten gesagt hätte, dass sein Sohn mit den Drogen aufhören würde, hätte er sich gewehrt. Er lässt sich nicht beleidigen. Was gibt es sonst noch für Hoffnungen für einen Vater, der alle Ärzte und Zauberer ausprobiert hat? Nur deshalb verlangte Franziskus, als Beweis für die Fremdheit unseres Gastes, dass er seinen Sohn heilt und seine Sucht nach Substanzen für immer beendet. Und hier ist er nun, der Sprössling von Francis' altem Freund, nicht mehr in einem Zimmer im 3. Stock, wo niemand den Präsidenten beachten würde, selbst wenn er dort hineinginge, um Selfies mit irgendjemandem zu machen. Na ja, nichts. Ab morgen wird Dudley die Entschädigung für das Diebesgut ohne Sorgen erhalten können. Wie alt war der kleine Kerl jetzt? Über 30. Phil Stone kam eher in Ruhe, um sich das Konzert anzuhören und den Rummel zu besuchen. In der Werbung wurde das herausragende Spektakel angepriesen. Die besten Künstler auf der Bühne. Am Eingang erhielt er eine Maske, einen Umhang, eine Mütze und einen erstaunlichen Zettel, auf dem er für eine kostenlose Verlosung des Hauptpreises der Silvesternacht unterschreiben sollte. Die Geschichtenerzähler, die die Organisatoren versprochen hatten, versprachen eine Aufführung, bei der jeder Spaß haben würde. Und das Papier war gefüllt mit Unsinn über ihn. Phil, der Außerirdische, beschwört. Diese würden natürlich von den Darstellern in der Show gespielt werden. Wenn es sie gäbe, würde kein Erdbewohner ein solches Papier unterschreiben. Es war nicht einmal ein Papier. Es war eine Art seltsames, schimmerndes Plastik. Er öffnete den Mund und schloss ihn dann wieder. Das Papier erregte die Aufmerksamkeit des Hackers Phil Stone viel mehr als der Karneval. Eine Eigenart des Charakters eines Workaholics. Er wollte sofort wissen, woher sie es hatten. Eine dunkle Ecke im Korridor. Das System in 30 Minuten hacken. Und Phil hatte das Gefühl, eine große Maske aufzusetzen und sie nicht abzunehmen.
bis er sein Gesicht ausreichend beherrschte. Sein Auge zuckte. In nur einer Stunde hatte er erfahren, dass die Menschheit versklavt werden würde. Und er hatte noch 5 Stunden Zeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Abkommen in Kraft treten würde. Jeder Computer auf der Erde ihm offen. Aber er wusste nicht, was oder wohin er es schicken sollte, um eine Katastrophe zu verhindern. Er würde 6 Monate brauchen, um in die außerirdischen Maschinen einzudringen. Aber was und wie sollte er in die außerirdische Welt eindringen? Sobald er sie infiltriert hatte, im Geiste drehte er die Fakten so und so, um ein System für künftige offene Aktionen zu entwickeln. Plötzlich sah er einen Mann mit einer Kennedy-Maske und wusste, was zu tun war. Der Präsident von Kiribati und seine Insellinie sind in der Welt kaum bekannt. In Neuseeland hört man die Neujahrsgrüße 1 Stunde später als er. Aber auch dort hat man seine erstaunliche Initiative nicht sofort bemerkt. Aber die Menschen in diesem Land hörten 1 Stunde später genau das Gleiche. Dann wurde das Gleiche in Australien, China, Indien, Russland, Westeuropa und schließlich in Kanada und den Vereinigten Staaten gesagt. Die Präsidenten und Könige, die höchste Autorität in jedem Land der Welt, beschlossen, den Kalendertag des 1. Januar des 2030. Jahres abzuschaffen. Per Dekret setzten sie an seiner Stelle den 32. Dezember und unmittelbar danach den 2. Januar fest. Bitte abonnieren Sie den Kanal, gib ihm ein Like, schreiben Sie freundliche Worte, helfen Sie dem Autor mit Spenden, Kartennummer in den Informationen zum Kanal.